Mit dem Begriff der Apokalypse wird umgangssprachlich das Ende der Welt bezeichnet. Viele verstehen darunter eine Naturkatastrophe oder einen Krieg, die zum Aussterben der Menschheit führen. Religiöse Menschen sprechen in dem Kontext gerne auch vom Antichristen. Doch was sagt uns die Kirche eigentlich über das Ende der Welt? Sollten wir uns darauf einstellen? Die Apokalypse, auf Deutsch Enthüllung oder Offenbarung, ist das 77. und letzte Buch der Bibel. Es wurde vom Apostel Johannes verfasst, von demselben, der auch das gleichnamige Evangelium schrieb. In dem Buch werden die letzten Zeiten kurz vor der zweiten Wiederkunft Christi und das Gericht Gottes über die Menschen beschrieben. Es ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments. Offensichtlich hat Gott dem Apostel Johannes in einer Vision die Ereignisse gezeigt, die am Ende der Zeit passieren werden. Der Apostel hat die Vision gesehen und das Geschehene dann aufgeschrieben. Doch die Beschreibung ist sehr bildhaft. Vielleicht war das so gewollt, denn der Zweck der Bibel ist nicht, unsere Neugierde zu stillen, sondern uns zu einer Veränderung unseres Lebens zu inspirieren. Das Buch der Offenbarung ist also nicht dazu da, uns wie in einem Endzeitfilm zu zeigen, was so alles passieren wird. Vielmehr soll es uns mitteilen, dass es schwierige Zeiten und ein Gericht Gottes geben wird, damit wir diese Zeiten nicht fürchten und uns auf das Gericht Gottes vorbereiten können. Mit anderen Worten, da wir aus dem Buch wissen, dass es ein Gericht über jeden Menschen geben wird, sollten wir unser Leben so leben, dass wir bei diesem Gericht nicht verurteilt werden. Die bildhafte Sprache der Apokalypse hat wohl auch einen anderen Grund. Stellen wir uns vor, ein Mensch aus dem ersten Jahrhundert bekommt etwas aus unserer Zeit gezeigt. Flugzeuge, Autobahnen, Bagger, riesige Fabriken. Wie würde er diese wohl beschreiben? Die richtigen Begriffe würden diesem Menschen fehlen. Er würde das Geschehene also mit seiner eigenen Realität vergleichen und mit ihm bekannten Begriffen operieren. So könnte ein Flugzeug zu einem eisernen Vogel werden. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Ereignisse der Offenbarung nicht nur in einer selbst für uns futuristischen Zukunft passieren, sondern auch vom noch nie dagewesenen, übernatürlichen Eingreifen Gottes in die Welt geprägt sein werden. In einer ähnlichen Situation befand sich Moses, als ihm die Erschaffung der Welt gezeigt wurde und er das Gesehene im ersten Kapitel des Buchs Genesis aufgeschrieben hat. Diese Besonderheiten der Erzählung haben zu unzähligen Spekulationen über die tatsächlichen Ereignisse geführt, die in der Apokalypse beschrieben werden. Was sind die sieben Siegel? Wer sind die sieben Engel mit den Trompeten? Und was hat es mit dem Tier und der Zahl 666 auf sich? Seit dem ersten Jahrhundert versuchen verschiedene Autoren, dem auf den Grund zu gehen und die Symbole der Apokalypse auf die Ereignisse aus ihrer eigenen Zeit anzuwenden. Leider, oder eher gesagt zum Glück, waren sie bisher alle erfolglos. Das Leben geht weiter. Doch welche Lehre können wir aus dem Buch ziehen und wovor sollten wir Angst haben? Auch aus anderen Büchern der Bibel wissen wir, dass es ein Ende der Welt geben wird, bei dem alle verstorbenen Menschen auferstehen und von Jesus gerichtet werden. Das wird das jüngste Gericht sein. Und für jeden von uns wird entschieden, ob er für immer in das Paradies oder für immer in die Hölle geht. Hört sich schrecklich an und ist es auch. Denn bei diesem Gericht werden dem Menschen weder Anwälte, Geld noch Redegewandtheit helfen. Es wird absolut objektiv und endgültig sein. Man kann sich kaum die Freude der Menschen vorstellen, die in das Paradies aufgenommen werden. Genauso den Schrecken und das Entsetzen derer, die wegen ihrer Taten in die Hölle geschickt werden.
Es gibt sowohl Menschen, welche die Apokalypse fürchten und versuchen herauszufinden, was die Ereignisse zu bedeuten haben, wie auch diejenigen, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen. Ich denke, dass der Mittelweg der goldene ist. Denn das Wichtigste, was wir über die Apokalypse wissen, ist, dass es diese geben wird. Und sie wird jeden Menschen betreffen, da alle gerichtet werden. Doch das Einzige, was wir tun können, um uns vorzubereiten, ist ein gottgefälliges und frommes Leben zu führen und die Gebote Gottes zu befolgen. Was auch immer am Ende der Zeit passiert, entscheidend wird sein, wie wir unser Leben gelebt haben. Und zuletzt, wann kommt die Apokalypse? Jeder, der versucht, diese Frage zu beantworten, hat die Bibel nicht gelesen. Denn da steht unmissverständlich, über jeden Tag, aber oder jene Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Das heißt, niemand weiß, wann es passiert, nicht mal die Engel, nur Gott Vater. An einer anderen Stelle gibt uns der Apostel Paulus zu verstehen, dass uns die Apokalypse nicht angekündigt werden wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Es wird also plötzlich unerwartet passieren. Zwar gibt es in der Bibel bestimmte Hinweise darauf, was vor dem Ende passiert. Zum Beispiel steht dort, das aber sollt ihr wissen. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos, dem Guten abgeneigt, heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. Viele würden sagen, ja, das ist die Zeit, in der wir gerade leben. Womöglich, doch das ist nur eine subjektive Einschätzung. Denn dieselben Kriterien haben die Menschen schon vor Jahrhunderten auf ihre damalige Zeit angewendet und gesagt, dass es nicht mehr lange bis zum Ende sei. Und doch sind wir heute noch hier. Vielleicht kommt die Apokalypse morgen, vielleicht in 5000 Jahren. Wir wissen es nicht. Ich denke, Christus hat uns diese Hinweise auch nicht dafür gegeben, dass wir über die Zeit seiner Wiederkunft rumrätseln, sondern damit wir wissen, welches Benehmen zur Apokalypse führt, sodass wir es besser machen können. Wie ich immer wieder betonen muss, die Bibel ist nicht ein Buch, in dem steht, wie das himmlische Königtum funktioniert, sondern wie wir dahin kommen. In dem Zusammenhang ist auch der Begriff der persönlichen Apokalypse erwähnenswert. Was soll das sein? Die persönliche Apokalypse ist der Tod des Menschen. Denn der Tod des Menschen ist für ihn wie das jüngste Gericht. Denn nach dem Tod kann man in seinem Leben nichts mehr ändern. Genau in dem Zustand, in dem der Mensch stirbt, erscheint er vor Christus bei dem letzten und entscheidenden Gericht. Und der Tod des Menschen kommt plötzlich. Niemand weiß, wie viel er noch zu leben hat. Wir hoffen zwar, 90 Jahre alt zu werden, aber jeder kann genauso in einem Jahr an Krebs oder in einem Tag in einem Autounfall sterben. Es spielt demnach keine Rolle, ob wir die große Apokalypse erwischen oder nicht. Denn für jeden Menschen wird sein eigener Tod seine persönliche Apokalypse bedeuten. Es spielt genauso keine Rolle für uns zu erfahren, wann diese stattfindet. Denn unser eigener Tod kann früher kommen. Da man aber jederzeit und auch unerwartet sterben kann, muss man immer dafür bereit sein. Wir können uns nicht unter dem Vorwand entspannen, dass wir noch viele Jahre vor uns haben. Ein Agraphon, also ein Ausspruch Christi, der nicht in die Evangelien aufgenommen wurde, heißt: Worin ich euch finden werde, darin werde ich euch richten. Im Evangelium selbst heißt es also: Wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt.